Im Synchronspringen sind ja nur 8 Paare am Start. Also es ist ja schon mal, man ist ja schon mal wirklich in der Weltspitze, wenn man überhaupt hier mitmachen kann. Ja, und es klingt doof, aber es können wirklich von diesen 8 Teams können 7 Medaillen gewinnen. Deswegen kann man mal ganz schnell Zweiter werden, aber man kann auch ganz schnell Siebter werden. Wer mal hier angereist ist gerade und so mal rausgeschaut hat, Wind, Regen, keine Sonne, 20 Grad und wir haben das große Glück, dass wir im Freibad springen dürfen. Deswegen sind es auch Wetterbedingungen, die nicht ohne sind. Ich war im Vorfeld auch dagegen, dass die russische Mannschaft starten darf. Klar gibt es dann immer welche, die dort mitleiden müssen, aber für mich ist das dann in dem Moment halt einfach unglücklich für die Sportler. Mir fällt einfach keine andere Bestrafung ein, die man den Russen dort erteilen kann. Ich weiß nicht, was man da noch als Strafe erteilen kann. Geldstrafen wird kein jucken. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, um dort ein Zeichen zu setzen. Und das ja, wurde dann irgendwo verpasst, aus meiner Sicht.